Okay, ich habe es mir überlegt. Ich habe spontan noch Bock, während Alice im Hintergrund arbeitet, mit Jared den Aluminiumschläger zu holen. Ich weiß ja, wo er ist. Ich weiß nicht genau, wie ich hinkomme, aber ich weiß ja, wo er ist. Und viel Gegenwehr sollte mir da auch nicht begegnen. Deswegen weiß ich auch nicht genau, warum wir den besorgen sollen. Aber egal. Falls Alice nichts dagegen hat. Nö. Wo geht's denn hier raus? Ich würde spontan sagen, das ganze Speedometicen wir dann auf. Ah ja, hier, genau. Aber trotzdem, auf dem Anwesen zu wohnen, stelle ich mir schon cool vor. So grundsätzlich meine ich. Ich komme hier nicht mehr raus. What? Okay, dann bin ich hier wohl doch falsch gewesen. Will nicht irgendjemand was sehen, während ich hier so schweigend durch die Gegend renne? Also ich nicht. Schade, du kannst sehen, im Gegensatz zu mir. Ja, heute standen in der Zeitung viele Dinge. Und Sachen und, ja. Ich weiß gerade nicht recht, worüber ich reden soll. Hier passiert nichts. Die schöne Umgebung. Welche? Die tolle Grafik. Welche? Beutelchen. Beutelchen. Wieso sind hier Gegner? Ich hab den Koboldkönig besiegt. Na, wenigstens passiert hier was. Schweinchen. Ja, aber folgerichtig, da wir den Koboldkönig besiegt haben und da eigentlich, die müssten desorganisiert sein und unfähig. Ja, okay. Boah, kannst du mal aufhören, mein Bein zu bespringen? Du bist ja eklig, Alter. Dun, 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 dun. Oh, Entschuldigung. Beutelchen. Du redest wie Gollum, du siehst aus wie Gollum. Wer bist du? Ah, du bist ein Gegner, okay. Okay, ein bisschen zum Dampf ablassen, weil mir das Finale so auf die Nerven gegangen ist. Dafür taugt das noch so gerade. Ah! Ich bin ein Berserker vor dem Stimmbruch. Ja. Ich bin Karl mit der Frosch von den Silberspaß-Nachrichten. Hm, ja. Soll ich jetzt eigentlich die ganze Zeit so weiterreden? Ich weiß nicht. Ich könnte. Wenn du musst? Ich muss nicht, aber ich könnte. So, um dieses ganze Trauerspiel interessanter zu machen. Bash, bash. This is not my sandwich. Gurgi. Knopf, knopf, knopf. Und du willst tatsächlich noch das Vogelhaus verschönern? Ja. Hinfort. Du bist hässlich. Und du stinkst. So. In Köln war gestern Christopher Street Day, habe ich gehört. Ja. War jemand da? Schreibt in die Comments. So. Irgendwo hier muss das sein. Genau, save that shit. Ich glaube hier lang. Genau, da will ich hin. Gut. Aber das ist doch jetzt wirklich nur noch Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, oder? So für die Leute, die wirklich in jedem Spiel 100% haben möchten. Meinst du nicht? Ja, dann hättest du es ja vorher machen können vielleicht, oder? Ich wüsste nicht wie. Damit kann ich was kaputt machen. Ja, es ist ein Baseballschläger. Das liegt in der Natur der Sache. Aufgabe aktualisiert. Also zumindest ein Basie hätte man nicht so ohne weiteres holen können. Den hätte man aber gebrauchen können. Oh ja, auf jeden Fall. Okay, dann muss ich jetzt zu Simon wechseln und die Plastiktüten finden. Heißt, ich renne wieder zum Haus zurück, um dann im Haus rumzurennen. Jubelfreu. Damit du auch schön was zu tun hast, dann gibt es. Ja, das ist es. Das ist der Abgrund, in den ich reingesprungen bin. Und ich muss den Schläger nochmal holen. Fuck. Über die Chroniken von Narnia gesagt, dass das die unsympathischsten Kinder wären, die jemals über eine Leinwand gewackelt seien. Nein. Ich wette, damit kann ich was kaputt machen. Rauchen ist schlecht für dich, hab ich dir das schon mal gesagt? An dieser Stelle initiiere ich einfach mal eine Meinungsumfrage. Einfach aus schamloser Eigenwerbung und weil ich im Moment nichts Besseres zu erzählen habe.
Was findet ihr am besten, wenn wir spielen? Ja, bei Boy finde ich bald, da will ich aber gerade gar nicht drauf hinaus. Welche Art von Spiel findet ihr gut, wenn wir sie spielen? Ich meine, wir haben jetzt einiges gemacht. Wir haben Shit gespielt, ganz viel Shit. Wir haben High-Budget-Sachen gemacht, wie Prince of Persia oder Wolverine oder so. Und ja, was gefällt euch da genremäßig am besten? Und nein, wir werden bei Boyfriend nicht weiterspielen. Sagt das dazu, schreibt in die Comments. Macht Meinungsaustausch. Alice, von dem ganzen Kram, den wir bisher gespielt haben, was hast du denn am liebsten gespielt? Keine Ahnung. Vielleicht Lego Star Wars oder so? Ja, das erste, ja, würde ich zustimmen. Wegen dem tollen Podrennen. Ja, aber Lego Star Wars war so ziemlich unser erstes, ne? Ich weiß nicht. Harry Potter hat auch noch Spaß gemacht. Ja. Wie war das, da ich gerade von Narnia sprach? Wir haben doch auch noch das Narnia-Lizenzspiel hier irgendwo rumfliegen, ne? Das schlägt, glaube ich, in eine ähnliche Kerbe wie Harry Potter. Vielleicht kann man das ja bei Gelegenheit mal machen. Wenn wir die 17.000 anderen Projekte auf der Liste abgehakt haben. Aha. Ich plane jetzt einfach mal... Ja, ja. Also was heißt Plan? Ich mache Vorschläge und in erster Linie, weil ich nichts Besseres zu erzählen habe. Spüre meine blaue Keule. Oh Gott, das klingt falsch. Das klingt... Aber wenn er mal treffen würde, dann ist die, der Basie durchaus effektiv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre dich atmen. Ja? Sag mir doch nicht. Sag ich doch, ich atme gar nicht. Du bist kein Mensch. Stimmt, du bist ein... Alice. Ja. Wie hieß das Ding? Ein Hayork? Ein Hayork Points? Keine Ahnung, was machst du jetzt eigentlich? Du hast den... Ich hab den Basie geholt und jetzt kriege ich zu Simon zurück, damit wir die Plastiktüten finden können. Ach so. Mhm. Ja, weil der so Tüten finden. Oh ja. Beutelchen! Oh, ich weiß, wo die sind. Ha? Ja, in der Küche. Ja. Aber du musst bestimmt erst zu dem Zippes hin. Ja, sicher. Da bin ich ja gerade auf dem Weg. So. Hallo. Jetzt hast du schon gewechselt. Ja. Boah. Das geht reibungslos. Toll. Aha. Wir sind doch nicht bei Zelda Ocarina of Time auf dem Gamecube, wo man ganz, ganz nervig die Stiefel einzeln wechseln muss. Boah, hier ist so viel Sound. Tap, tap, tap. Da links rein. Immerhin haben wir hier Schritte. Denk mal an mein Boyfriend. Beutelchen! Die sind nützlich zum Aufbewahren von Butterbroten und Kalkratten. Aha. Alter! Leute! Die haben es bestimmt extra was bräunlicher gemacht, damit es nicht wie Blut aussieht oder so. Aber das sieht dann irgendwie ein. Naja. Vor allem kann ich die Teile nicht werfen. Ja, guck mal, das ist das Aufgabenbuch. Das ist jetzt bestimmt einfach erledigt. Ja. Ja, er ist weg. Ja, schön. Ding. Dann Kakerlaken. Ding? Ich will aber nicht mit Thimble Tag. Dann mach was anderes. Oder lass es. Mallory. Wie du willst. Puh. Sei Backe. Besieg eine Gruppe von Stierkobolden für Hogsqueal. Such Vogelfutter für Hogsqueal. Kann ja jeder kommen. Mallory könnte mit Spiderwigs Degen ordentlich Schaden anrichten. Ist denn der? Keine Ahnung. Vielleicht oben im Dachboden oder so? Möglich, aber erstmal gehe ich zu Mallory wechseln. Hm. Dieser eklige, hässliche Teppich. Obwohl, geht sogar. Dieser eklige, hässliche, widerliche, ist eigentlich ganz so schlecht. Ich muss da immer an Harry Potter denken. Ja, klingt auch so. Geh weg. Jetzt ist sie wieder eine Borgdrohne. Ja. Jerry Ryan, this is not. Apropos, was haltet ihr von Star Trek? Seid ihr Star Trek-Fans? Seid ihr Star Wars-Fans? Was mochtet ihr von Star Trek am liebsten? Wie findet ihr Voyager? Fällt mir jetzt gerade so ein. Erzählt uns was drüber. Was haltet ihr von Star Wars Episode 1? Nicht lachen. Das ist wirklich schwer. Versteht ihr den Mund? Oh, hier ist Vogelfutter. Hör damit. Ach nee. Ja, ekel. Das ist nur ein ausgestopfter Vogel. Ist ja ekelhaft. Langweilig. Das sind so... Bio-Gemüse. Das ist ekelhaft. 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 Das sind keine Vitamine drin. Nein, das ist Abfall. Ich esse nur Erdbeerkäse. Und Leberwurst. Und Fleischwurst. Und Salamiwurst. Aber dieses grüne Zeug ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Deswegen sind die Ökos auch alles so dick. Wow, hübsch. Da ist nämlich Zucker drin in dem Salat. Ja, weil gerade Ökos so unglaublich dick sind. In Toastbrot und Erdbeerkäse und in Wurst ist kein Zucker. Und deswegen macht das auch nicht dick. Genau. Das sind nur Vitamine. Wer fragt, was für ein Scheiß wir hier reden? Der muss Frauentausch. Und wie hieß sie? Nadine? Nadine heißt sie, glaube ich, ja. Ja, ekelhaft. Nadine. Weißt du Bescheid? Ja. Also, wenn ihr Qualitätsfernsehen haben wollt, dann... Ja, mir nicht. Ja, aber auf morbide Art und Weise. Hast du jetzt den Degen? Nein. Oh. Also, ich habe einen Degen. Darf ich das Vogelhäuschen dekorieren? Jetzt? Ja. Bitte? Ja, Vogelhäuschen dekorieren. Was denn mit der Medaille? Können wir die mitnehmen? Weiß ich nicht. Das wird es dir bisher gefallen. Ah, wir können. Toll. Das wird es dir bisher gefallen. Ein Zierdeckchen. Jetzt hast du gepackt, was? Jetzt hast du gesehen, wie viel Spaß ich mit dem Post-Spielende-Aufgaben-Gedöns habe. Und jetzt willst du selber was? Ich dachte, du meinst posttraumatische Erlebnisse, aber gut. Ich wollte nicht so direkt sagen, aber Ja, ich dachte, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit, ne? Du weißt, dass Thimbletag oben ist? Ja, aber ich will ja zum Vogelhäuschen. Ja, Thimbletags Vogelhäuschen. Nee.
Ich dachte, hier draußen ist doch ein Vogelhäuschen. Ja, aber ob du das dekorieren kannst, halte ich für fraglich. Oh, ich dachte, ich kann hier ein Vogelhäuschen dekorieren. Oh, ich dachte, das ist jetzt eine Deko-Aufgabe. Ich denke nicht. Wir müssen doch immer wieder Sachen für Thimbletag sammeln. So ein Scheiß. Ich will aber was dekorieren. Dann gehe ich jetzt halt zu dem doofen Typen hin und dann gucken wir mal, was man damit kann. Thimbletag. Also wieder hoch. Weil es so schön war und wir heute noch nicht oben waren. Und sie so lustig läuft. Na, besser als Simon. Ja. So. Wo ist denn das Ding? Ich glaube links. Da. Mit Thimbletag sprechen. Wir sind keine Freunde. Du nicht. Meinst du, du könntest das alte Schwert irgendwie von der Wand holen? Ich könnte eine Waffe wie die wieder brauchen. Aha. Aha. Da kriegen wir wohl den Degen. Ja, dann hol den Degen. Aber ich will dekorieren. Ah, die Medaille ist da. Schön und furchtbar. Mein neues Haus ist bald komplett. Hm. Oh, man kann ja nicht dekorieren. Das dekoriert sich von alleine. Ja. So ein Scheiß. Wo ist denn der Degen? Weiß ich nicht. Guck mal, die Stifte schweben. Mhm. Ich will auch keinen Degen holen. Ich will nicht in dieses Labyrinth gehen, wo man immer nur das Gleiche macht. Und dann wissen wir wieder nicht, wo wir hin müssen. Ja, zurück in die Bibliothek. Ja, du kannst weitermachen. Ich kann nichts dekorieren. Ich kann gar nicht weitermachen. Ich bin fertig. Ich hab meins. Dann hören wir jetzt erstmal auf. Okay, danke fürs Zugucken und see you around. Ja, ja. Und was soll ich jetzt tun? Das frage ich mich auch, aber das ist mir egal. Was macht sie denn da? Muss sie aufs Klo? Das ist ein Ausfallschritt. Nein, das ist ein Pupsschritt. Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt. Moment, warte. Ha ha ha.